Hallo, liebe Modelleisenbahner, herzlich willkommen zu Svens MOBA. Ja, heute sind wir mal nicht bei mir an der Anlage, wir sind bei mir im Computerzimmer und ich möchte euch gern was erzählen, was in dem letzten Video oder in den vorigen Videos mal zur Ansprache kam über besondere Infos, andere Informationen und zwar über diesen und diesen Decoder. Und das machen wir gleich nach dem Intro. Ja, liebe Modelleisenbahner, es freut mich, dass ihr wieder da seid, bei mir auf dem Kanal. Und ich hatte ja in meinem, ich weiß nicht, letzten, vorletzten oder überletzten Video, keine Ahnung wann das war, mal rausgebracht oder die Information gegeben, dass ich bei mir am Rangierbahnhof noch meine Signale anschließen wollte und wollte mir dort noch einen Decoder besorgen. Ihr wisst ja, ich war ja mit DigiCase und da habe ich dann feststellen müssen, dass diese Decoder übelst teuer geworden sind. Und ich habe damals für einen Decoder so um die 30, 35 Euro habe ich damals bezahlt für einen DigiCase DR40 18. Und ja, wo ich dann geguckt habe und wollte mir einen noch besorgen, weil ich keinen mehr hatte, weil mir einer mal kaputt gegangen ist. Habe ich mich auf den Hintern gesetzt und habe gesehen, 60 Euro. Und das war kein neuer Decoder, das war ein gebrauchter Decoder. Und da bin ich ein bisschen stutzig geworden. Und da bin ich auf die Suche gegangen, habe DigiCase Decoder eingegeben und bin dann auf eine Seite gestoßen, wo dann drinnen stand, dass DigiCase gar nicht mehr existiert. Habe ich so gar nichts mit von bekommen. Und zwar ist DigiCase im Jahre 2023 im April in Konkurs gegangen und hat dort aufgehört zu produzieren und zu existieren. Die letzten Produkte, die sie noch hatten, haben sie halt noch verkauft bis zu diesem gewissen Datum und dann gab es nichts mehr. Wenn man jetzt noch was braucht von DigiCase, gibt es wahrscheinlich nur noch Restposten irgendwo, die bei den Händlern liegen. Wenn man es, wie gesagt, gebraucht kauft, zahlt man einen Haufen Geld dafür und ja, für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich habe gedacht, ich muss alles wieder auch komplett an meiner Anlage neu machen und weil ich alles von einem Hersteller halt haben wollte und habe da ein bisschen weiter rumgegoogelt und habe dann einen anderen Hersteller gefunden, der ja ziemlich neu auf dem Markt ist und das ist Yammarock. Das ist dieser Hersteller. Ist jetzt spiegelverkehrt und Yammarock geht eigentlich aus DigiCase hervor und zwar hat sich damals der Chefentwickler, der bei DigiCase die Decoder entwickelt hat, die Programme entwickelt hat, selbstständig gemacht, hat die Rechte von DigiCase aufgekauft, so wie ich das alles verstanden habe. Und hat sich dann selbstständig gemacht und hat dann unter anderem weiter produziert, aber anders produziert. Und zwar diese ganze Software und alles, was in diesem Decoder hinterlegt ist, ist für mich, sage ich mal, noch einen Schritt einfacher geworden. Das ist ganz einfach gemacht worden. Man kann das über den PC konfigurieren. Man braucht keine CV-Werte mehr. Früher musste man CV-Werte eingeben, um Signale, Weichen, Soundausgang, Lichtausgang zu steuern. Und heute macht man das ganz normal über diese Software und kann da eingeben, ich möchte jetzt mit dem Decoder auf dem Ausgang ein Signal schalten. Oder als zweiten Ausgang nehme ich dann einen Lichtausgang. Als dritten Ausgang nehme ich einen Soundausgang oder sonst irgendwas. Wobei bei DigiCase das früher war, einmal programmiert auf Signale, alles programmiert auf Signale. Das heißt, wenn ich nur zwei Signale bräuchte, sind die anderen Ausgänge ja hinfällig, brauche ich einen nächsten Decoder, wo ich dann wieder Lichtausgänge
oder Weichenausgänge drauf programmiere. Und dieser Decoder von Yamrock, der hat halt den Vorteil, dass ich auf jeden einzelnen Ausgang was anderes drauf machen kann. Das kann man mit der Software machen. Und ja, wie ihr seht, es ist schon die gleiche Bauform wie von DigiCase. Und gleiche Größe, gleiche Abmaße. Es ist eigentlich, man sieht sofort, der gleiche Entwickler, der steckt dahinter. Und aber viel einfacher zu programmieren und zu handhaben. Man hat auch den ganz normalen Signalausgang und Powerausgang und Eingang, die man anschließt an der Ringleitung. Zusätzlich dann halt, wie gesagt, die Verbraucher, die dann hier oben dran kommen. So war es ja hiermit auch. Eine ganz normale Programmiertaste, die man eigentlich nicht mehr braucht, weil man das alles über den PC konfiguriert. Den steckt man dann hier oben dran an. Mit einem USB-C-Kabel müsste es, meine ich, sein. Und mit der gewissen Software, die man dann auf dem PC hat, kann man den dann so programmieren, dass man, wie gesagt, an die gewissen Ausgänge sich dann das programmiert, was man auch haben möchte. Ja, das erstmal so viel dazu. Ist jetzt vielleicht ein bisschen verwirrende Information. Also kurz gesagt, DigiCase gibt es nicht mehr. Yamrock, das ist der neue Stern am Himmel der digitalen Modelleisenbahnwelt. Und wie man so einen Decoder programmiert, anschließt und dann hinterher auch schaltet, das werde ich euch in einem nächsten Video zeigen, was dann bei mir kommen wird auf meinem Kanal, weil das würde jetzt einfach die, die Zeit vom Video sprengen. Das würde zu viel werden. Nur noch mal kurz dazu gesagt, ich sagte ja am Anfangs, dass die Gebrauchten mittlerweile so um die 60 Euro kosten, wenn man noch welche findet. Und neu kriegt man sie gar nicht mehr. Wobei ich jetzt hierzu sagen muss, die kosten neu auch um die 60 Euro. Ist natürlich ein ganz schöner Preisunterschied. Wo man bei die damals neu so um die 40 Euro gekriegt hat und die neu jetzt 60 Euro sind, das sind 20 Euro mehr. Ich denke mal, wenn sich Yamrock auf dem Markt etabliert, und das werden sie bestimmt, werden die Preise bestimmt auch nach unten gehen, was ich stark hoffen werde. Ich brauche nicht mehr so viel Decoder davon, deshalb wird es mich wahrscheinlich nicht mehr so stark davon betreffen. Dieser Decoder funktioniert ganz normal auch mit den anderen, kann man zusammenhängen, in den Stromkreis, Kreislauf mit reinhängen. Das funktioniert dann, das zeige ich euch dann aber, wie gesagt, im nächsten Video. Und ja, wie gesagt, 60 Euro neu. Ich denke, das Geld ist es wert, könnte ein bisschen günstigerer sein, aber kommt Zeit, kommt Rat. Wie gesagt, im nächsten Video mehr über diesen Decoder, wie man damit arbeitet. Und das sollte eigentlich nur mal so eine kleine Information dazu sein. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Viel war es jetzt nicht über die Modelleisenbahn, jedenfalls bei mir auf der Anlage. Ich wünsche euch trotzdem ein schönes Wochenende. Kurz und knapp das Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Als Sven's Mova und ich euch dann den Decoder von Yamrock, den YB8116 zeige, wie man den programmiert, anschließt und mit spielt. Ich wünsche euch was, macht's gut, bis dann, ciao!